Hallo Leute und herzlich willkommen zum Update-Video mit der Nummer, weiß ich gerade gar nicht, war aber natürlich wie immer hier unten schon eingeblendet gewesen. Und ja, heute habe ich relativ viel zu sagen, also bleibt dran, es gibt ziemlich viel zu erzählen, deswegen wird dieses Video auch etwas länger werden. Erstmal, heute, ja, ihr seht schon mal, ich habe hier was Neues, nämlich das Phantom, oder die Phantom, das ist ein Raumschiff aus Star Wars Rebels. Endlich hatte Geburtstag am 11. August und das ist das Lego-Set, was ich bekommen habe sozusagen, beziehungsweise das, was ich mir halt gewünscht habe. Und weil ich bin ja nicht so der Set-Typ, aber das fand ich noch ganz geil, weil ich habe ja die Ghost mittlerweile nach ewiger Zeit und ja, das kann man halt da andocken und das finde ich dessen ziemlich geil. Und sonst erstmal kurz dazu. Ich war die letzten 5 Tage im Urlaub, also bin am Montag zurückgekommen. Der Tag zählt aber nicht ganz, weil ich halt am späten Abend zurückgekommen bin. Ich war nicht so lange, wie gesagt, also nicht mal eine Woche, aber halt, ja, von, ich glaube, Mittwoch oder Dienstag bis Montag. Und in der Zeit kamen ja 2 Videos, das habe ich auch so geplant. Am Mittwoch kam das erste Tutorial und dann am Montag, glaube ich, oder am Sonntag, ich weiß es gar nicht, das zweite Tutorial. Also nicht, dass ihr euch wundert, ich war nicht da, das war einfach halt, ja, nur ausprobiert durch YouTube sozusagen, man kann es ja planen. Und das habe ich gemacht und das ging ganz gut, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, denn diese Tutorials habe ich alle schon abgedreht, also da sind auch noch die anderen, das ist ein dritte Tutorial von der einen Reihe und dann noch die 2 Computer-Tutorials, sind alle schon hochgeladen. Was jetzt noch fehlt, ist das Bett und dann noch ein paar andere Sachen, die ich gewünscht habt, was ich noch drehen muss. Aber die habe ich halt alle schon vorgedreht sozusagen in den letzten Wochen. Also wie gesagt, ich hatte Geburtstag, das habe ich bekommen. Dann noch anderes, ich bin zurzeit an der neuen Basis dran, das habe ich vielleicht schon mal erwähnt, ich weiß es gar nicht. Nee, ihr wisst fast gar nichts, was in letzter Zeit passiert ist, weil ich hier erstmal sozusagen die ganzen Basis, ich musste das deutsche Video noch uploaden, nach ein paar Tagen nach dem Dia-Show-Video, dann noch eine Woche danach das englische Video und dann kamen die Tutorials. Also es war in der Zeit, wie gesagt, habe ich nicht faul rumgesessen, sondern ich habe einiges gemacht. Also nochmal dazu, die Basis habe ich, das noch kurz zum Basis, zumindest das Störvideo, was ja auch viele Leute angefragt haben, das kommt noch, das habe ich gedreht, aber ich habe es leider noch nicht geschnitten. So, tut mir leid, dass ich heute ein bisschen schneller rede, aber ich will das alles ganz gut unter Fach und Dach kriegen, weil es ist halt so viel. Wie gesagt, das Video habe ich schon gedreht, alles, aber ich habe es halt noch nicht zusammengeschnitten, was bei dem natürlich immer ziemlich lange dauern kann. Das liegt daran, dass es halt ja, da ich relativ viel reinmache. Ich mache Effekte rein, ich mache Zeitlupe hin und her und so. Deswegen dauert das ein bisschen lange, vor allem das Video ist auch irgendwie 18 Minuten lang. Dazu kommt noch die Zeitlupe. Ui, also stellt euch darauf ein, dass es ein längeres Video wird. Aber viele Leute mögen das eigentlich, habe ich gesehen. Von daher sollte das nicht so ein großes Thema sein. Wie gesagt, also die Basis ist auch schon abgebaut. Deswegen schon, ne, da hinten seht ihr schon gleich, zeige ich euch gleich später. Ich baue eine neue Basis. Und ich habe auch schon konkrete Ideen dafür, denn ich bin mir gar nicht mehr sicher, was ich euch alles erzählt habe. Weil durch den Urlaub habe ich da jetzt einiges vergessen, so was ich jetzt schon bis jetzt auch so gemacht habe. Also die Basis habe ich, weil die Videos zur Basis habe ich alle in 2 Tagen, habe ich euch erwähnt im Dia-Show-Video, alle in 2 Tagen oder so oder 3 Tagen gedreht. Dann habe ich fast direkt danach angefangen, was wirklich auch anstrengend war, weil es wird doch ziemlich warm. Ich habe wirklich reingehauen, wirklich, war wirklich auch anstrengend. Habe ich wirklich direkt abgebaut. Innerhalb von 4-5 Tagen hatte ich dann die Basis komplett abgebaut, was wirklich bei der Menge an Stein, das habe ich noch nie geschafft. Weil meistens habe ich wirklich erstmal einen halben Monat oder einen Monat dran gesessen, weil ich auch meistens auch durch Schule oder so, aber auch in den Ferien, um die Basis abzubauen. Weil ich habe mich dann wirklich einfach 4 Tage lang immer ganz, weiß ich nicht, 5 Stunden am Tag dran gesetzt und habe es abgebaut. War kein Zuckerschlecker und hat mir auch keinen Spaß gemacht, aber naja, ich wollte auch die neue Basis schnell anfangen. Und dann 2 Tage später etwa habe ich dann mit der neuen Basis angefangen, ihr seht schon, da bin ich gerade dabei. Und habe da halt, ja, den Berg angefangen, den ihr gerade gesehen habt. Und habe auch noch an der Basis selbst, also an was ich euch heute nicht zeige, weil das ist noch so ein bisschen Prototyp, habe ich einen Prototyp gebaut für die Basis selbst, weil das ist was komplett anderes und ein bisschen kompliziert und da weiß ich immer noch nicht, ob es funktionieren wird. Wie gesagt, da habe ich dran gebaut, aber dann habe ich gleich zuerst sogar gemacht, aber dann habe ich dann erstmal mit dem Berg angefangen. Also der Berg ist, das Mock wird so aussehen, so, da ist ein Berg und da kommt dann ein Fluss durch. Der Berg ist, wie ihr wahrscheinlich schon erahnen konntet, fast fertig. Ich werde den heute versuchen fertigzustellen. Etwa auf der Höhe wird er bleiben. Zwar nicht besonders hoch, also es geht, aber dafür ist das ziemlich detailliert. Und ich werde halt auch das ganze Mock sozusagen wird hier oben abspielen, auf dem Berg. Heißt, ich muss ganz viele Steine hier benutzen, um das Ganze stabil zu halten. Deswegen wird das hier auch nicht so hoch, weil wirklich das Mock ist 3x3 große, 3x3 Platten hoch. Vielleicht werde ich es auch noch nach da vergrößern.
Wahrscheinlich sogar, weil die Basis wird größer als wahrscheinlich auf das Mock passt und deswegen muss ich das vergrößern und deswegen kann ich den Berg leider gar nicht so hoch machen, weil sonst, ich will das Ganze ja stabil halten und wenn der Berg jetzt ewig hoch werden würde, bräuchte ich extrem viele Steine zur Unterstützung und allgemein fand ich auch, wie gesagt, da kommt ein Fluss durch und ich finde, da passt die Höhe ziemlich gut, das gefällt mir so und dann kann ich jetzt auch noch ganz schön hier alles so machen, von daher gefällt mir die Höhe eigentlich ziemlich gut, vor allem weil der Berg ziemlich detailliert ist und ja. Daran baue ich halt gerade, den will ich noch heute fertig schaffen. Und zur Landschaft auch schon mal, ihr könnt mir gerne wieder eure Ideen schreiben, auch zur Basis, das ist ihr wurscht. Zu allem, auch wenn ich jetzt für die Basis schon einen Prototyp habe, ich weiß immer noch nicht, ob ich den umsetze. Deswegen schreibt mir einfach eure Ideen rein, vielleicht überschneiden sich eure Ideen mit meiner. Auch zur Landschaft vor allem natürlich wieder, weil Landschaft ist immer so eine Sache, wo ich immer nicht so weiß, was ihr wollt und das ist immer ein bisschen kompliziert. Meine Idee war jetzt erstmal, so meine spontane Idee, dass man hier dann auf dem Berg oberen Teil da, dass man dann da erstmal halt grau, zwei, drei Noppen lang und dann halt vielleicht so Tannenfarben und dann halt dunkelblau sage ich schon, dunkelgrün, also nicht dieses Grün, ich weiß, es sieht dunkel aus im Licht gerade, das ist das, nicht dieses Grün, sondern ein anderes Grün, nämlich das Dark Green, aber ich hab's gerade, doch ich hab's, das Grün, weil von denen habe ich einige und das fände ich ganz praktisch, wenn man das nimmt, das hier. Und wie gesagt, also ja, dass man das dann halt anmacht und dann halt noch relativ viele Bäume. Ich will mal wieder verschiedene Baumtechniken ausprobieren, das würde ich dann auch gerne in diesem Mock machen. Aber wenn ich sage, wenn ganz viele Leute sagen, nö, ich will mal Sandplaneten oder so, dann mache ich das gerne eigentlich auch. Geonosis willst du aber nicht, weil halt es passt nicht mehr rein leider mit dem Fluss. Also Geonosis kann es leider nicht mehr werden. Aber wenn die andere und Hot auch wahrscheinlich nicht, weil das passt auch nicht so wirklich. Wahrscheinlich, da habe ich schon zu viel gebaut bis jetzt, aber ne, das Mock ist ja auch nicht so groß, weil ich habe, die letztes Mock war 5x5 Platten, dieses wird wahrscheinlich nur 3x3 oder 4x3. Heißt, auch nicht klein, aber auch nicht besonders groß. Natürlich, ich baue ja mal sehr detailliert, deswegen war das letzte Mock so eine große Herausforderung. Dieses Mock wird einfach kleiner, das liegt nicht daran, dass ich nicht gerne groß baue. Das liegt aus Zeitgründen. Das letzte Mock hat wirklich so lange gedauert und da fand ich ihm auch wirklich blöd, denn in der Zeit kann ich ja auch nicht so viel anderes. Ich meine, ich mache jetzt Tutorials, ich habe jetzt schon relativ viele Videos für euch gemacht in letzter Zeit, aber halt sonst, wenn man dann 5 Monate lang baut, was soll ich dann zwischendurch immer so viel machen? Und allgemein ist es auch blöd für mich, weil man, es ist auch nochmal eine andere Sache, als ob man 3 Monate an einem Mock sitzt oder 6 Monate lang oder 5 Monate lang und dann halt immer denkt, oh, wieso bin ich noch nicht fertig und so. Das ist wirklich, wenn ich noch nicht sowas gemacht habe, dann wisst ihr das nicht, wie sich das anfühlt. Aber es ist wirklich, es ist keine einfache Sache und viele Leute brechen auch Projekte nach dieser Zeit ab. Wie gesagt, ich habe es ja geschafft, weil, ja, ging eigentlich ganz gut, aber ich will es nicht nochmal so lange ausdehnen, wenn ich halt nicht so viel Zeit habe. Bei mir ist halt so, jetzt in 2 Wochen genau, heute ist Mittwoch, vielleicht gleich, wie du erst Donnerstag hoch heißt, halt in 2 Wochen etwa, fangen bei mir auch schon wieder die Schule an, fängt bei mir die Schule an. Neues Schuljahr, neues Glück, sag ich mal. Aber es ist halt wirklich so, dass ich dann auch wieder natürlich wieder Schule habe und dann kann ich fast wieder nur in den Wochenenden bauen. Und deswegen wäre es jetzt blöd, wenn ich jetzt gerade so inmitten der Ferien, wo ich das Mock ja angefangen habe etwa, dass wenn ich dann, dann wieder so ein Riesenteil anfange, was dann wieder irgendwie 4 Monate braucht und wo ich dann wieder nur gelernt werde durch die Schule, weil ich da halt keine Zeit für habe. Und bei so einem kleineren Mock kann ich dann eben auch immer zwischendurch, da komme ich einfach besser voran, weil es eben nicht so viel ist und nicht so viel extrem. Deswegen brauche ich den Berg auch nicht so, erstens, weil es mir so besser gefällt und zweitens eben auch einfach, weil ich dafür dann auch nicht so viel Steine brauche, die ich noch nicht habe. Und zwar drittens, weil ich eben auch einfach dann auch nicht so unglaublich viel Zeit benötige. Auch wenn man sagen muss, dass den Berg ein bisschen höher zu machen, ist jetzt nicht so viel Zeit aufwendig. Es liegt eher daran, dass ich die Höhe für perfekt halte. Aber wenn ihr es natürlich anders seht, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ja, viel geredet in relativ kurzer Zeit eigentlich. Deswegen hoffe ich, dass ihr mitgekommen seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auch in dem nächsten Update-Video wahrscheinlich wieder. Oder ein Basiszerstörvideo. Kann es sein, dass es das da danach wird. Wundert euch da nicht, wenn ich irgendwas anderes laber, was jetzt schon sozusagen vorbei ist, da, weil das Video halt auch einfach schon 2 Wochen oder so alt ist. Oder zwei wahrscheinlich. Weil ich es eben einfach erst jetzt bald hochladen kann. Ja, ich werde dann auch noch die Phantom heute bauen und versuchen den Berg. Da seht ihr ja da hinten der Zipfel. Ist noch nicht vollständig, deswegen den werde ich heute noch bauen. Das ist aber nicht mehr so viel, glaube ich, hoffentlich. Ist halt leider sehr warm wieder bei mir, wie immer. In den Ferien, nicht wie immer. Es ist echt, glaube ich, die ersten Ferien, die wirklich so heiß sind. Oh. Aber es ist nicht schön. Es ist wirklich nicht schön, vor allem halt gerade hier, wo ich baue, ist direkt ein großes Fenster dahinter. Das zeige ich jetzt nicht, aber es ist halt wirklich so, da scheint halt direkt die Sonne rein und das nervt ein bisschen. Auch wenn es gerade die Sonne nicht reinscheint, es hat sich aber aufgeheizt in den letzten Stunden. Ja, danke fürs Zuschauen
Und bis zum nächsten Mal. Schreibt mir eure Ideen in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Tschüss.